Der Kollege von der Piratenpartei hat da so in so einem Schlenker eine Anmerkung gemacht, die mich zu Widerspruch provoziert hat. Schauen Sie, wenn Sie einen Blick ins Grundgesetz unsere Grundrechte sich mal anschauen, dann werden Sie feststellen, dass alle Freiheitsrechte begrenzt sind. Das heißt, auch die Kommunikation ist frei und begrenzt zugleich. Ich möchte, dass dieser Staat über die Kommunikation von Terroristen so viel weiß wie möglich. Und zwar über die intimste, verschlüsselste, geheimste Kommunikation sollte dieser Staat möglichst alles wissen. Nein, tut das nicht. Meine nicht. Ihre will ich überhaupt nicht wissen, interessiert mich. Ich bin nicht in 10 Jahren vielleicht Terrorist. Bin ich in 10 Jahren vielleicht einer, durch Ihre Definition oder jemand andere definiert das? Man muss jetzt nur mal einfach die Rollen des Rechts und des Staates in der Welt, in der es auch Gewalt und Terror und alles Mögliche gibt. Da muss man diese Rollen des Staates nochmal klar sich vor Augen führen und das Recht auch. Das heißt, wenn Sie in einen Topf werfen, die Metadaten, wie die Amerikaner sagen, oder Verbindungsdaten, wie wir sagen, dann mit Inhaltsdaten gleichsetzen. Ich möchte, dass dieser kleinere Eingriff geschieht und dass an neutraler Stelle beim Provider Verbindungsdaten eine Zeit lang gespeichert werden, um für den Fall der Gefahrenabwehr aufgrund richterlichen Beschlusses der Staat in der Lage ist, zum Provider zu gehen und sagen, was war da, mit wem hat er kommuniziert. Schaut, nehmen Sie das ganz konkrete Beispiel der NSU. Also dieses rechtsextreme Mördertrio in Zwickau, die sich selbst erschossen haben und die Frau des Hauses angezündet haben. Man hat Gott sei Dank eine ganze Reihe von Handys dort noch gefunden, funktionsfähig und Computer. Hätten wir die Verbindungsdaten gehabt, hätte die Frage, die ganz Deutschland und die ganze Welt bewegt, geht es wieder los in Deutschland? Wie groß ist die braune Brut? Mit wem haben die kommuniziert? Oder waren es nur 3? Alle wollen es wissen. Und alle haben bis heute keine Antwort. Ich stehe auf der Liste von denen. Die haben mein Büro aufgesucht und haben da auch die Fluchtwege ergründet. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie können Mörder, rechtsextreme Mörder aus Zwickau meine Wohnung oder mein Büro aufsuchen? Die können mich gar nicht kennen. Da muss es eine Verbindungsperson geben in München. Mit einer rechtsextremen, eine Nazi-Verbindungsperson. Muss es geben. Ich bleibe bei der Meinung. Und ich bin mir sicher, dass ich recht kriege am Schluss. Aber es dauert Jahre vielleicht, bis die mühsame Arbeit der Ermittlungen, weil wir keine Vorratsdatenspeicherung haben, zu diesem Ergebnis führt. Deswegen kämpfe ich so für die Vorratsdatenspeicherung. Ich will, dass Terroristen und Kriminelle und Rechtsextreme und Mörder gefasst werden. Das ist die Aufgabe des Staates. In dieser Diskussion mit NSA jetzt und was die Amerikaner machen und die Deutschen und kollusiv zusammenwirken und so weiter, was alles unterstellt wird, ist natürlich einigen Diskutanten eine erhebliche Portion Anti-Amerikanismus mit dabei. Ganz klar. Und das hat der Unterschiede auch recht. Also ich empfehle wirklich, das Interview im Spiegel zu lesen. Herr Müller, ich habe es gestern schon gelesen. Das ist ein Genuss, den Unterschiede, den roten Sheriff, wieder zur Kenntnis zu nehmen. Er hat seine Gedanken noch geordnet, selbstverständlich. Muss man schon lassen. Also das ist gut. Dieser Anti-Amerikanismus, den will ich nicht haben. Ich will nicht haben, dass die Hand, die einen füttert, dass man diese Hand beißt. Und die amerikanischen Nachrichtendienste haben uns bei einer ganzen Reihe von gefährlichen Bedrohungslagen geholfen. Und wer einen füttert, den beißt man nicht, sondern da bedankt man sich für diese Hilfe. Das heißt nicht, dass wir jetzt blindlings alles für richtig und gut erklären, was dort gemacht wird. Aber man sollte auch die Gedanken geordnet halten und sagen, wo sie uns geholfen haben, dann werden wir uns auch erkenntlich sein und helfen ihnen, wenn wir bei uns Terroristen haben. Ich erinnere mich sehr genau an 9/11, was in Hamburg mit ATTA los war. Hamburg war der Ruheraum des internationalen Terrorismus. Die haben sie in Hamburg vorbereitet auf 9/11, auf den Anschlag. Das ist kein Ruhmesblatt für Deutschland. Und als ich das dem Otto Schilly damals vorgeworfen habe, wurde er sehr nervös. Und ich weiß, warum er nervös wurde. Hamburg war der Ruheraum des Terrorismus. Da haben wir in gewisser Weise auch Schuld auf uns geladen in Deutschland. Dass wir das nicht erkannt haben, durch was auch immer,
durch Schläfrigkeit, durch Hibernage, durch einen großzügigen Umgang mit den Edwinen, dass man überhaupt nichts gemacht hat. Hamburg hat ja auch mal den Verfassungsschutz abschaffen wollen vor einigen Jahren. Also muss man alles die zusammenhängen, wenn man lange genug im Geschäft ist, so wie ich, mache das seit 30 Jahren. Da weiß, kennt man alle Bewegungen, wie es in welchem Land, wie wann, wie zugeht. Wir haben uns in Hamburg, haben wir Schulterfuß geladen. Hätten wir da wachsamer, früher reagiert, hätten wir möglicherweise das eine oder andere verhindern können. Muss man auch mal sehen. Also bitte machen Sie das nicht zu leicht. Grundrechte sind, haben Schranken. Jedes Grundrecht hat Schranken. Keines ist grenzenlos und schrankenlos. Und dazu muss der Staat Möglichkeiten haben, Menschen, die gegen Recht verstoßen, Rechtsbrecher sind, bis hin zum Mörder, muss der Staat deren Grundrechtsausübung einschränken können. Dazu muss